Staatswedler nach Horkina, die uns in der Pressekonferenz überraschte als ein sehr redefreudiges Mädchen. Das ist man nicht gewohnt bei Turnerinnen früherer Jahrgänge. Da hatten die Journalisten ihre Sorgen, überhaupt zu Wort zu kommen. Und sie wirkt, wenn sie turnt. Das sieht gut aus, ist die größte des Starterfeldes. Ja, die Gnauk-Kehre war da zu sehen, von Maxi Gnauk, der Berlinerin, schon vor über 10 Jahren erfunden. Und selten gezeigt, Zuckerhaarer gehockt. Und auf die Frage, warum sie denn gerade am Stufenbarren so gut ist, wo doch ihre Körpergröße eigentlich dem Charakter des Gerätes widerspricht, sagte sie, das mache ich alles mit Technik. Und es ist unwahrscheinlich, von ihr können wir noch sehr viel erwarten und ich glaube viel Gutes, weil sie dem Frauenturnen, das doch meist von den kleinen Persönchen